Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded unser Spiel und wir versuchen noch immer die Rucksäcke zu bekommen, weil irgendwie es ist gar nicht so einfach, da überhaupt ranzukommen. Wo sind wir gerade? Wir sind hier an dieser Stelle und haschen uns hier immer wieder ein bisschen Sauerstoff, damit wir nicht verrecken, sozusagen. Und da wir schon mehrfach versucht haben, überhaupt daran zu kommen, also es ist wirklich nicht einfach. Oh, wollen wir mal schauen, dass wir es dieses Mal hinkriegen. Also, Marcel. Achso, hallo Marcel. Hi. Beinahe vergessen. Das ist voll, ein Rucksack. Voll im Thema drinne hier und total vergessen zu sagen, hallo. Gut. Gut, auf geht's. Und los. Jo. Ja, wenn wir zu tief tauchen, dann haben wir das Problem, wir brauchen zu lange, würde ich sagen. Idealerweise hier gleich an der so, Decke lang. Aber, ha, genau. Denn hier oben irgendwo müsste ein Rucksack sein. Nee, 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 ist weiter hinten. Ist weiter hinten. Kurz vorm Eingang. In dem Rucksack ist sowieso nicht so viel drinne. Folgst mir? Ich bin gerade vor dir. Nee, bist du nicht. Doch. Nein, bist du nicht. Doch. Nee, bist du nicht. Ich bin da, wo ich beim Nein, du letzten bist hinter Mal... mir. Wieso bin ich hinter dir? Ja, weil du wieder diese Sauerstoffdinger nicht benutzt. Diese Luftbläschen. Hier war doch eine. Wo ist der Sauerstoff? Du kannst ja keinen Sauerstoff nehmen, du kannst nur dadurch beschleunigen. Da ist auf jeden Fall der Eingang. Egal, noch einmal. Ja. Verdammt. So, durch den ganzen Mist jetzt ist jetzt meine Panzerung kaputt und meine Schuhe auch fast. Ja, ja, ist eigentlich alles im Eimer gerade. Moment. Und inzwischen sehe ich hier schon wieder nicht mehr so gut. Augen auf. Ah, da. Hier bitte. Augen auf, dann ist es besser. Ja. Ah, alles grün hier. So. Auf geht's. Moment, hier bin ich doch gar nicht richtig, oder? Doch, hier bin ich richtig. Ja, wir haben jetzt auf Twitch, hätte ich gesagt, 10 Subs, dass er es wieder nicht schafft. Ja. Ich versuche hier nochmal Sauerstoff zu erhaschen, aber hier ist gerade nichts, also nochmal hoch. Denk an, den Weg bis hierher kriegst du keinen Sauerstoff mehr. Du hast nur diese Pumpen, die dich schießen. Ja, das sind halt so eine kleinen Bläschen. Dadurch kannst du beschleunigen. Gut, gut. Ich stelle mich jetzt auch wieder am Eingang, damit du das wirklich genau siehst. Ah, Moment, da. Jetzt habe ich doch schon wieder wertvolle Sekunden hier verpasst. Ja, das holst du mit diesen Dingern auf. Du wirst richtig hier hingeschossen. Okay. Ja, Mücke, stirb! Ja! Sehr gut. Mücke tot? Wie bitte, wer? Hier war eine Mücke. Keine Ahnung. Hier. Komm her. Blöde Mücke. Ich krieg dich noch. Oh, komm, komm, komm. Du bist viel zu tief. Bin doch fast da. Hopp, komm, komm. Hopp. Oh, endlich. Komm, 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 komm. 14. Oh. Schau, komm durch, komm durch. Warte, komm. Komm, ich komme, ich komme. Gut. Wow. Gut. Schwere Geburt. Gut, den können wir jetzt unten erstmal looten. Oh. So. Seegras.
Knochen. Erstmal gucke ich mich hier einen kleinen Moment um. Was haben wir denn hier alles? Okay, da kann ich nichts mit anfangen. Da kann man, glaube ich, auch nichts machen. Was haben wir hier? Ah! Der Teich. Energieleitungssteuerung. Okay. Ja. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich Pumpen eingeschaltet. Fehler. Sicherung zurücksetzen. Was? Ausschalten geht jetzt nicht mehr. Nö. Okay. Dann ist das wohl das da. Na gut. Weiter geht's. Nein! Auf dich habe ich jetzt gar keine Lust. Ohne Rüstung und so will ich das nicht. Nein, nein, nein. Hä? Na, momentan habe ich doch keine Rüstung. Ja, ich habe mich gerade, warum ich hier nicht... Oh, ich brauche Luft. Dieser Robofix da, den... Nö. Ach, ohne Rüstung nicht. Du bist ein Pussy, wo ist er? Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, Rucksack. Wo bist du? Da. Einmal. Hauptsache, das ist auch der volle. Das wäre schön. Ah, nochmal pure Wissenschaft gefunden. Sehr gut. Nicht gefunden, ich habe ihn halt gekillt. Ach so. So, mal gucken. Hier irgendwo muss er doch sein. Da ist er. Ja, super. Das ist er. Raum ist gelootet. Moment. Bevor ich ihn gleich wieder verliere. Nein. Nicht doch. Alter, du hast mein Essen im Rucksack. Ja, keine Ahnung, wo der jetzt ist. Das schaffe ich wieder nicht. Ah, oh, nö. Na gut, dafür ist er jetzt dichter am Eingang. Auch schön. Gut. Okay. Ich habe Verwesungsziel. Ja, noch mal. Ja, essen wir ein paar Algen. So, Algen sind weg. Mehr zu essen habe ich nicht. Trinken wir noch einen Schluck. So, dann aktiviere ich schon mal die Stromteile. Okay. Nochmal schnell Luft holen hier. Den hier in der Nähe lasse ich natürlich an, aus, damit du den dann auch siehst. Wie würde die Zuschauer das auch sehen? Ja. Erstmal sollten sie sehen, dass ich da überhaupt jetzt hinkomme. Das wäre schön. Pete. Durchaus. Ich meine, einmal habe ich es ja schon geschafft. Immerhin. Jo. Leck mich, Spinne. Leck mich auch, Spinne. So, da ist der Eingang. Schnell rein. Ja, den Rucksack hole ich mir jetzt noch nicht. Den hole ich mir gleich, weil immerhin ist er näher dran. Und dass der Sauerstoff dann wenigstens auch reicht. Mehr Jungfrau. Was? Ja, wunderbar. Kannst mehr du Jungteam. Kriegst du mehr Sauerstoff. Sehr schön. Aber dazu muss ich erstmal an Sauerstoff kommen. Habe ich jetzt hier auch eigentlich schon gekriegt? Nö. Ja, nee, komm. Komm. Komm, Pete. Das gibt's doch nicht. Komm jetzt. Schwimm! 4, 3, 2, 1. Boah! Hui! Wenn das mal nicht knapp war. Puh! So, guck mal hinter dir. Hinter mir? Ja, guck ich. Haben wir schon einen geschafft? Oh! Zwei fehlen noch. So, ich war gerade nicht hier und da ging's. Also gerade hier und da ging's nicht. Okay. Was haben wir denn da? Und schnappen. Ja. Testtag 1. Anfängliche Proben zeigen, dass alles nach Plan verläuft.
Und wir mit der Testphase der Rosenkohlzüchtung anfangen können. Ja, okay. Aha. So, meine Güte, jede Menge hier. Okay. Wachstumsknoten aktiv. Nitrierungssystem aktiv. Pilznetzwerk aktiv. Aha. Überraschenderweise. Ah ja, okay. Ist klar. Okay, schließen. Gut. Okay, was wolltest du mir jetzt noch zeigen? Du wolltest mir noch was zeigen? Ja, jetzt machen wir noch die Stromteile. Ah. Damit wir hier weiterkommen. Ja. Aber lass mich doch erstmal die Rucksäcke holen, damit wir auch was zu essen haben. Ja, kannst du ja. So. Piet, beeil dich. So. Den zweiten haben wir mit Strom. Wo waren die Rucksäcke? Da. Ersten haben wir hier genug. Okay. Nur hier wächst ja überall was. Nur trinken ist halt doof. So, den zweiten habe ich. Und da. Und flott wieder rein hier. Wow. Ja, ich hatte ja trotzdem gleich nochmal ins Nass. Ja, ist kein Problem. Ich muss nur erstmal wieder Luft holen. Alles schön. Und mein Jungfrauenbums, Jungfrau-Teen-Dings werde ich erstmal aktivieren hier. Wäre hilfreich. Also für dich. Ja, definitiv. So, wo haben wir es denn? Mehr Jungteen. Okay. Reichhaltiges Teichwasser ruft. Was? Ruft deinen Körper zu sich. Macht sich zum Teil dieser Welt. Du schwimmst nicht nur besser, auch deine Atemtechnik hier im Gewässer wird durch elektrochemische Prozesse erweitert. Aha. Na, die sind ja ebenfalls reich. Halt, aktivieren muss ich doch auch noch. Da. Nee, dann hast du zwei, du musst einen wegnehmen. Ja, ich weiß. Grashacker brauchen wir jetzt nicht, oder? Nö. Ja, deaktivieren. Da ist es. Aktivieren. Okay. Steht irgendwo, wie lange ich jetzt in Luft kriege? Nö. Okay. Das ist so, wenn du jetzt hier unter Wasser bist. Jojo. Ha, 10 Sekunden. Und du hast das nicht bekommen, weil irgendwie schwimmst du langsamer. Ja, ich hab's noch nicht. So. Das war schon wieder doof, wenn du jetzt vorausschwimmst. Ja. Sehe ich auch runter. So. Runter. Schwimme ins Licht. So, das müssen wir aktivieren. Das da? Yep. Und wie? Ja. Das müssen wir hier oben machen, aber ich muss mal kurz zurück. Ich brauche Luft. Das müsstest du in theoretisch machen, weil du hast mehr Sauerstoff. Schauen wir mal. Führe mich einfach zu dem richtigen Weg und schon ist alles gut. So, jo, zwei haben wir schon an. Sehr gut. Hui. Okay. Puh. Okay, los. Okay. Wie sieht's denn bei dir aus mit Essen und Trinken? Alles beide die Hälfte. Ja, bei mir ein bisschen drunter. Und Trinken habe ich nicht mehr. Okay. Selber nochmal kurz gucken. Irgendwo war das da. Da hinten. Hier rein. Okay. Hey, ich kann nicht vorwärts. Ja, das ist die Luftpumpe hier. Achso. Schnell jetzt hier hin. Da kriege ich da irgendwann wieder Luft? Ich komme nicht vorwärts. Ja, ich verschwinde wieder. So. Ja, Mann. Oh, wo ist der Ausgang? Wo ist denn hier der Ausgang? Ich finde den Ausgang nicht. So.
20 Sekunden, 8, das wird knapp. Wieder mal. 6, 5, 15. 3, 2, 1. Stopp. Nein, da oben ist der Eingang. Ah! Eigentlich hätte ich mir unten einen Respawn-Punkt machen können. Ja. Weil da haben wir eh Betten. Na. Oh. Hä? Oh, hi. Gut ist, jetzt kann ich. Ach ja, wir haben ja hier oben nichts mehr zu essen. Also, trotzdem, dass ich länger schwimmen konnte. Achso, meine Dinger sind jetzt auch kaputt. Dein Schnorchel? Ja, oh, meine auch. Mein Schnorchel ist noch heile. Nein! Was denn? Ah, der Koi hat mich noch erwischt. Oh nein. So. Hast du den Counter eigentlich überhaupt noch im Blick? jetzt gerade nicht so. Achso, was mache ich denn hier? Can't waste food. Can't waste food. Can't waste food. Hydration is the key to performance. So, Schnorchel wieder heiler. Jo, meiner auch. Gehst du wieder runter, ja, ne? Ja, klar. Wir haben unten noch was zu tun. Was? Wir haben da unten da schließlich was zu tun. Ja, ja. Und der. Auf geht's. Nein. Passt. Na. Wo ist er? Da. Hä? Was ist jetzt los? Was? Ich habe nur 44 Sekunden. Ach so. Ach, wir hatten. Du hast das Ding nicht angezogen? Ja. Wow. Ist mir auch eingefallen. Los, du Blubs, komm raus. Komm. Jo. So, da oben habe ich meine Säckle. Ne? Ah, da. Mein Rucksäckle. So, komm, komm, komm. So. Dann holen wir uns kurz Luft. Dann hole ich noch einen kleinen Schlüssel. Wie nachher. Was? Welchen Schlüssel? Ne, du hast doch unterwegs links gesehen gehabt, ne? Was denn? Eine Truhe, richtig? Eine Truhe? Ja. Ja, ich glaube, da, wo ich jetzt hin will, ist der Schlüssel. Okay. Glaube ich. Bin mir nicht 100% sicher. So, dann kann ich den auch gleich mitnehmen. Sehr gut. Hallo. Ja, moin. Ja, nicht schlecht. Oh, alle drei laufen. Sehr schön. Puh. Was haben wir jetzt? Was? Energie fernverwaltet. Das sieht man so schlecht. Okay, vielleicht liegt es an meinen Augen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich muss zurück. Jetzt schaffe ich. Moment. Was habe ich hier im Rucksack? Fast nix. Dann brauche ich den anderen Rucksack auch noch. Okay. Echt jetzt? One Hit? Scheißvieh. Nee. Wer der Koi? Nee, oder? Quatsch. Wie soll mich der Koi unten erwischen? Ja, weiß ich nicht. Aber der Koi hat hier so ein Ding getötet. Nehme ich mal mit. So, wo so. Ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Da ist er. Irgendwas kann ich nicht mitnehmen. Haha.
Heilung. Ach, die eine lasse ich hier. Pfeile. Okay. Boah, 37 Sekunden. Komm rein. Rein. Boah, das sollte ich zu. Oh, ja, das ist machbar. Sehr gut. So, jetzt erstmal rausfinden, was ist das da? Wird mir nicht angezeigt, warum nicht? Karte. Ohne. Und in meinen Rucksack holen. Hahaha. Ach. Okay. Der ist auch von mir? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Was? So viele Rucksäcke hier von mir unten. Na klar. Sehen wir nachher den Counter, du bist viel öfters gestorben wie ich. Ja. Okay. Oh. Ah. Ein Bett haben wir hier. Ja. Thumbstest Tag 15. Keine Veränderung zur letzten Woche, aber ich glaube, wir sind hier etwas auf der Spur und ich habe eine Idee. Ich wachte heute Morgen schweißgebadet auf und dachte an diese frenetischen Energie, die in den Fitnesswerbung von den was? Samstagmorgens Cartoons? Mein Gott, schreiben die kompliziert. Ist ja schlimm. Der Kinder immer ausstrahlte, diese ganz glänzend schwitzige und ja, bla bla bla. Wow, absolut nicht wichtig. So. Okay, Knopf hat er gedrückt. Okay. Müssen wir irgendwas machen? Nein. So, essenstechnisch, ich schmeiß dir jetzt immer hier irgendwas hin. So. Und verbrauchen, nein, erstmal noch nicht fallen lassen. Dann. Oh, mal verbrauchen. Und einmal liegen lassen. So, ich habe dir noch eine Wasserflasche hingelegt. Das ist gut. Jo. Mit ein Tröpfen drinne. Tropfen. Hier, mach's wieder. So, wie sieht's aus mit der Uhrzeit? 22, 23 Uhr. Wir sollten einmal pennen. Gut, ja, ich würde sagen, schön ist das nicht, wie es gelaufen ist, aber letztendlich ist es, ja, es hat geklappt. Ihr habt gesehen, wie man schwimmen kann, müsste, sollte und was zu beachten ist. Und ja, ich würde sagen, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.